Wir haben ja Artenschutzgeräteträger, die hier bei uns in der Feuerwehr Weinheim aktiv sind. Und weil das eine gefährliche Aufgabe ist, müssen wir einmal im Jahr sozusagen die Leistungsfähigkeit der Leute nachprüfen. Und dementsprechend müssen die einmal im Jahr durch die Artenschutzbelastungsstrecke gehen. Es geht eigentlich darum, dass man eine Übungssituation haben möchte, wo es einerseits um eine körperliche Belastung geht, aber auch gleichzeitig um eine psychische Belastung. Dementsprechend sind sie in einem dunklen Raum durch enge Röhren, um einfach bestmöglich ein Einsatzszenario zu simulieren, damit die Kollegen darauf vorbereitet sind, wenn ein Einsatz ist, dass sie sich sicher fühlen können. Also verpflichtet ist jeder, der sich dazu entschieden hat, hier bei der Feuerwehr tätig zu sein und dementsprechend ein Artenschutzgerät tragen darf. Das machen nicht alle Feuerwehrleute, da braucht es nochmal eine extra Ausbildung für. Dann ist zuerst die Notwendigkeit, dass die Leute auch gesund sind, dieses Artenschutzgerät zu tragen. Da müssen sie eine arbeitsmedizinische Untersuchung machen, unter anderem mit dem Belastungs-EKG, nennt sich G26. Und wenn sie diese Untersuchung haben, also die gültig ist, dass der Arzt gesagt hat, diese Leute sind soweit fit, müssen sie eben mindestens einmal im Jahr diese Übung absolvieren, damit sie weiterhin unter Artenschutz eingesetzt werden dürfen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Ist schon vorbei. So, richtig machen wir. Gut, so. Kommt mal kurz hierher. Kurze Einweisung, Abendübungsstrecker. Also, Handergometer 1 Minute, Fahrrad 2 Minuten, Endlosleiter 15 Meter laufen. Wenn oben rechts die grüne LED aus ist, dann sind die 15 Meter erreicht. Danach zweimal die Übungsstrecke. Am Stück, zweimal, genau. Dann machen wir das Licht auch bei der Übung aus. Nach der Übungsstrecke wieder die Geräte. Wenn was sein sollte, laut Stopp rufen, ich komme zu euch, gucken wir, an was es liegt, dass wir eventuell Abhilfe schaffen können. Okay? Ja. Habt ihr Fragen? Nein. Ja. Okay. 290, jawohl. So, da schließe ich euch an. Flasche ist aufgedreht? Flasche ist aufgedreht. Gehen wir gleich sehen. Zieh. Jawohl. Flasche ist auf. Ja. Und zieh. Gut. Einer fängt hier an, einer fängt hier an. Also jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau muss einmal im Jahr eine Artenschutzübungsstrecke machen, wie Sie hier sehen. Das ist eine Artenschutzübungsstrecke nach DIN. Das heißt, wir haben bis zum 50. Lebensjahr eine Arbeit zu verrichten von 80 Kilojoule. Das ist bei der Firma Feuercon einmal Armergometer, Fahrrad und die Endlosleiter da hinten. Und zweimal die Übungsstrecke, da brauchen wir 50 Meter, das sind nur 25 Meter. Und das muss man einmal im Jahr durchlaufen. Jeder Artenschutzgeräteträger bzw. jeder Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau über dem 18. Lebensjahr mit dem Lehrgang muss diese Ausbildung machen bzw. diese Weiterbildung durchlaufen. Und ist definitiv sehr wichtig für die Artenschutzerhaltung. Damit erhalte ich den Status Artenschutzgeräteträger oder Geräteträgerin. Und wie gesagt, einmal im Jahr muss es verbracht werden. Wie gesagt, bis zum 15. Lebensjahr verrichten wir 80 Kilojoule Arbeit und das simulieren wir mit diesen Geräten. Und da setzen wir die Feuerwehrleute unter leichten Stress, sage ich mal, unter Wärme, was der Anzug ja darstellt. Einfach zum Erhalt von dem Artenschutzgeräteträger. Also es lief gut, es war zwar anstrengend, aber dafür trainieren wir ja auch das Jahr über, machen auch viel Sport und somit haben wir es wieder geschafft für dieses Jahr. Ja, die Schwierigkeit ist natürlich immer jedes Mal die enge Röhre. Da muss man sich einfach gut abstimmen. Da kann man mit Sicherheit auch noch ein bisschen was besser machen, aber im Großen und Ganzen waren wir zufrieden. Gut, das ist natürlich die Schwierigkeit. Durch die Maske hat man ein enges Sichtfeld. Man muss viele Sachen im ersten Moment unter einen Hut kriegen. Und klar, man kriegt den Einsatzbefehl vom Gruppenführer. Und man muss seine Schlauchleitung legen, den Raum absuchen, sich ein erstes Lagebild verschaffen, ob der Raum heiß ist oder kalt. Dementsprechend wird dann gehandelt.
Anstrengend ist es immer, auf jeden Fall. Das ist eine, man nennt es ja auch Belastungsübung, weil man natürlich diese Belastung sozusagen simuliert, die man in einem Brandeinsatz auch haben kann. Also es war anstrengend, ist aber gut gelaufen. Wir haben gut im Team gearbeitet und alles erwartungsgemäß. Also gefährliche Erlebnisse gibt es immer wieder, wenn man in den Innenangriff geht. Definitiv, das ist grundsätzlich schon mal eine gefährliche Situation. Eine Situation wüsste ich beispielsweise, wo wir zu einem Dachstuhlbrand gekommen waren und dann auch tatsächlich als erster Trupp oben im Dachstuhl waren. Und da, das war so eine Wohnung mit einem Dachstudio, mit so einer halben Decke, wo man dann natürlich aufgrund des Brandrauchs auch nicht viel sieht. Und dann natürlich sehr darauf aufpassen muss, wenn viel mit Holz gearbeitet wird beispielsweise, dass der Boden, der einen tragen soll, das auch tatsächlich noch kann. Das ist immer ein sehr großes Risiko, also die Sturzgefahr sozusagen. Ja, bestanden auf jeden Fall. Ich meine, der Luftvorrat hat ausgereicht, wir mussten nichts abbrechen, wir haben die Geräte gemacht, alles gut. Ja, man denkt sich danach immer so ein bisschen, ja, man könnte ein bisschen mehr Sport machen und man könnte ein bisschen mehr darauf achten, aber im Großen und Ganzen ist alles super gelaufen, von daher bin ich sehr zufrieden.